Sie sind hier, 16. November 2018, 23.44 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern die Adler Mannheim bauen ihre Tabellenführung aus Urheberrecht Getty Images Tabellenführer Adler Mannheim gewinnt ein Offensivspektakel gegen die Kölner Haie und nutzt den Patzer von Meister München. Düsseldorf springt auf Rang 3. Adler Mannheim hat den Ausrutscher von Meister Red Bull München ausgenutzt und sich an der Tabellenspitze der deutschen Eishockeyliga DEL weiter abgesetzt. Im ersten Spiel nach der Länderspielpause gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Groß 5:3, 2:1, 0:1, 3:1 gegen die Kölner Haie. Mannheim, 45, hat nun bereits 8 Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger München, 37, der am Donnerstag überraschend bei Schlusslicht Schwenninger Wild Wings verloren hatte, 3:4. Krupp wechselt nach Mannheim. Nach dem Spiel gaben die Mannheimer bekannt, dass Nationalspieler Björn Krupp zur kommenden Saison von den Grizzlies Wolfsburg kommt. Der Verteidiger hat bei den Adlern einen 3-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Der ERC Ingolstadt, 34, verpasste die Chance, nach Punkten mit den Red Bulls gleichzuziehen. Bei den Grizzlies Wolfsburg unterlagen die Gäste am Freitagabend 3:4, 0:1, 2:2, 1:1 und fielen am 18. Spieltag eine Position auf Rang 4 zurück. DEG springt auf Rang 3. Das Duell der Tabellennachbarn gewann die Düsseldorfer EG mit 5:3, 2:1, 0:1, 3:1 gegen die jetzt nur noch 5-platzierten Augsburger Panther und sprang auf den 3. Platz. Die Eisbären Berlin, 6. feierten ein 5:3, 1:1, 1:1, 3:1 über die Krefeld Pinguine. In Mannheim lieferten sich die Adler und die Haie ein offenes Duell. Die Nationalspieler David Wolf, 56. und Matthias Plachter, 59. sorgten spät für die Entscheidung. Damit ging die Generalprobe der Kölner vor dem Rhein-Derby am Sonntag gegen die DEG schief. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.